Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, bei Animal Crossing. Freitag mittlerweile schon. Und diesmal mal wieder nachmittags. Schaue ich mal gerade, Platz für Briefe haben wir noch. Der Rest ist voll mit Fischen, wie man noch sieht. Von der gestrigen Angeltour, die wir mitten in der Nacht gemacht haben. So, schauen wir mal, was haben wir denn da? Eine Menge Fossilien nehme ich mal an. Einmal der Schwanz eines T-Rex, okay. Das ist cool, haben wir aber auch schon. Einmal Bernstein haben wir. Und ein Abdruck eines Dinosauriers. Okay, hatten wir auch schon mal. Von der Ash. Eine praktische Einrichtung ist sicher gut, aber du kannst Besucher auch mit einem außergewöhnlichen Heim beeindrucken. Sei einfach kreativ. Akademie des schönen Hauses. Ein guter Tipp. Ach, wir hätten gestern noch einmal den einen Brief auch wegschicken können, ne? Oh! Frühlingssportfestveranstaltung, 9 Uhr Aerobic, 11 Uhr Wettlauf, 13 Uhr Ballwurf, 15 Uhr Tauziehen. Wann ist das denn? Sonntag? Oder? Wir haben jetzt Freitag, Sonntag war das? Ich gehe mal in unseren Kalender gucken. Na, was sagt der Kalender? Halt, da muss ich mal bestätigen. Ach, morgen ist das sogar Samstag, okay. Ja, na gut, dann haben wir morgen ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Ich möchte am liebsten eigentlich ja einmal alles zeigen dann. Ah, da müssen wir mal gucken. Das wird dann natürlich interessant. 9, 11, 13, 15 Uhr, okay. So, aber jetzt drehen wir erstmal hier unsere kleine Runde. Ich gehe mal eben was schauen. Natürlich, der Kirschbaum geht ein, was auch sonst. Irgendwie war das ja klar. Wie sieht's denn aber hier aus? Hallo Tano, ich muss noch einmal bei dir vorbei. Oh, ja geil. Das ist doch der Birnenbaum, den wir eingepflanzt haben. Das ist doch super, geil. Richtig, richtig geil, schön. Dann haben wir jetzt schon drei Obstsorten demnächst hier in unserer kleinen Stadt. Und zwei davon sind eigentlich gar nicht von hier, das ist doch super. Ein Fossil, aber meine Taschen sind voll, weiß ich. Ist aber nicht schlimm, weil... Das trägt sich mal direkt bei uns in die Post rein. So, einmal das Loch da. Das können wir wieder in die Hand nehmen. Gut, dann geht es erstmal rein zu Nook. Und dann gehen wir mal die ganzen Fische verkaufen. Willkommen, tritt ein. Sieh dich ruhig um. Hm? Du darfst alles anfassen, aber mach bitte nichts kaputt. Ja, ich gebe mein Bestes, mein lieber Tom. Einmal verkaufen würde ich gerne Sachen. So, da haben wir nämlich dies und das und das. Das, 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 das und das. Bei den Schuhen brauche ich ja nicht verkaufen. Was macht das? Ui, 12.380 Sternis. Ja, na klar verkaufe ich die. Nö, nö, das war jetzt mal alles, danke. Ja, klar. Was ist das denn für ein Schirm? Ist das ein Flederschirm? Achso, einfach nur Regenschirm. Ach, weißt du was? Kaufe ich mal. Standard Regenschirm. Ich behalte aber auf jeden Fall hier die Kiwi-Sachen. Ja, vielen Dank, Tom. Schauen wir mal eben gerade kurz. Wow, was ist denn hier? Ist hier irgendwie große Weltraumausstellung? Raumstation, Mondlandefähre. Was haben wir da? Passt natürlich eigentlich total geil gerade zu unserem Outfit, ne? So ein fetter Melonentisch. Ist ja richtig geil. Komm, den kaufen wir jetzt einfach mal spaßhalber. Na klar. Ja, vielen Dank. Und ein Los gibt's auch noch dazu. Irgendwie möchte ich hier gerade einmal alles kaufen. Einfach weil das so schön abgefahren ist, die Sachen. Was kostet das denn? Eine Landefähre. 3.200. Ne, die kaufe ich nicht. Ne, so viel Geld möchte ich gerade nicht ausgeben. Was damit? Bestimmt nicht viel billiger. Raumstation. Ah, 2.800. Nee, ach komm, ist egal. Stelle ich mir doch eh alles nicht in die Wohnung. Ja, dann reicht das erstmal. So, wir müssen eh nach Hause noch mehr Sachen holen. Ja, ich wünschte was, Tom. Ich wünschte was. Bis in 5 Minuten oder so. Wir spurten mal eben hier durch. Ich weiß gar nicht, passt der Schirm besser zu dem, was wir jetzt haben? Ja, er sieht schlichter aus, ne? Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Wir können ja gleich mal im Katalog gucken. Vielleicht finden wir einen schönen Schirm dazu. Ich weiß nicht, wie sein
Eine Blümchenschirm da vielleicht, irgendeiner von denen. Wir gucken gleich mal. Aber erstmal sammeln wir den ganzen Kram aus dem Keller. Und dann können wir das gleich machen. Eins nach dem anderen hier. So, ab geht's nach unten. Einmal das Licht bitte an. Hätte ich gerne. Nehme ich. Nehme ich auch. Die Lose nehme ich einmal. Wie viele haben wir denn da jetzt insgesamt? 4 Stück. Mist. Ich wollte gerade sagen, dann können wir doch vielleicht einmal wegpacken. In den Schrank. So, den da und den. Oh, Taschen sind schon voll. Wow, das ging jetzt schnell. Ach ja, wir haben die beiden Schuhe noch. Ja gut, dann müssen wir noch auf jeden Fall zweimal laufen. Macht aber auch nichts. Weil den ganzen Kram können wir komplett verkaufen, der da rumsteht noch im Keller. Einmal die große Kellerentrümpelung. Gut, aber erstmal gehe ich eben hier zum Müllkippe. Und schmeiß mal eben einmal die Stiefel weg und einmal die Stiefel weg. So, was haben wir da? Ein Mauskilt. Nee, will ich nicht. Lotusschirm. Ich weiß nicht, welcher war das? Das beißt sich so ein bisschen noch. Ne? Ist egal. Komm, ich lasse den jetzt mal in der Hand. Aber den möchte ich, glaube ich, nicht zu dem Outfit behalten. Oh, Unkraut, Unkraut. Komm her. Ganz viel Unkraut. Dann machen wir natürlich alles weg. So, ich renne mal einfach eben durch. Da brauchen wir ja nicht 3 Stunden gemütlich hin und her schlendern, ne, um Sachen zu verkaufen. Das ist ja albern. Machen wir mal eben. Hallo Tom. Guck mal, ich hätte noch mehr Sachen für dich zum Verkaufen. Jep. Das, 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 das auch. Und den und dies. Und das und genau den Regenschirm auch. Und den Feuerschirm verkaufe ich auch noch. 1987. Okay, verkaufe ich. Ja. Nee, gerade nicht. Ja. Das mit dem Katalog machen wir gleich. Jetzt gehe ich eben erst noch den Rest holen, würde ich sagen. Ich schaffe es heute mal locker, so 10 Minuten zu füllen, einfach nur mit Kellerentrümpelung. Ist auch mal beeindruckend, hatten wir auch noch nicht. Aber ich hatte auch bisher noch nicht so eine große Angeltour gemacht, ne? Wo ich so viel, ja, so viel Fische ansammle, dass ich da ganz viel auslagern muss. So, holen wir mal den Rest eben. Und ein Möbelstück ist auch noch dabei, diese Kinderkommode oder was das war. Einmal in den Keller, bitte. So, einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, 12, 27, 78, 2700 und 3872. Sehr schön. Und Briefpapier nehmen wir natürlich auch noch mit dabei. Das tue ich mal da oben hin. Brauchen wir nämlich eh sowieso ab und zu. Komm, die Lose sammeln sich ja mit der Zeit. Dann machen wir das so rum. Gut, die Sachen bleiben. Oben in den Schränken ist Kram drin, den behalten. Dann haben wir den Keller einmal leer gemacht. Gut, gut. Dann ab zum Verkaufen. Letzte Tour. Jetzt kann ich aber schon so eine kleine Runde hier, so eine kleine Schleife einmal drehen. Und zum Beispiel einmal hier was ausgraben noch. Ein Fossil. Jawohl, her damit. Nehme ich gerne. Danke. Ach ja, apropos Fossil, da haben wir noch eine Post bekommen, die kann ich ja auch noch auspacken. Da ist ja das Inventar schon wieder voll. Ha, so viel dazu, so viel zum Thema. Ich habe ja so viel Platz im Inventar. Nö, habe ich nicht. Dann werden wir da aber auch noch mal gut Geld kriegen, denke ich. Einmal das Geschenk bitte, danke. Vielen Dank. Apropos Ordnung und so, ne? Dann hau ich die direkt mal eben weg, danke. Hallo Annette. Na, wie geht's dir? Guten Morgen. Oh, hoppla. Ich schätze, es ist zu spät dafür, oder? Weißt du, in Zeiten wie diesen denke ich, lass mich kurz raten, dass das ganze Grüßen ein bisschen schwierig ist. Ja, habe ich mir irgendwie gedacht. Ja, einen Grund gibt es. Ich hänge nämlich nur rum. Es scheint mir, du wartest darauf, mich etwas zu fragen. Also, was ist es? Sonstiges?
Ja, was kann ich für dich tun? Nein, sehe ich vielleicht aus wie Tom Nook? Warum sollte ich ihn zu deinem Vergnügen spielen? Leg dich nicht mit mir an, wenn ich Kopfschmerzen habe. Och Mann, entschuldige. Kann ich doch nicht wissen. Entschuldigung. Wer ist da unten? Ach, da sieht er. Ja, den kleinen Fisch ignoriere ich. Ist mir egal. Gestern erstmal genug geangelt, würde ich sagen. So, für den Moment zumindest. Na, darf ich da bitte durch? Elende Bäume hier. Aus dem Weg. Jo, hallo Tom. Lange nicht gesehen. Ich möchte gern Sachen verkaufen. Nehme ich das da. Sehr schön, da zeig mal, was du hast. Jawohl, machen wir alles. Kinderkommode, Klamotten, das da. T-Rex-Schwanz, Bernstein, Fußabdrucke, mehr Fische und ein Gyroiden. 9.545, wow, das ist doch cool. Vielen Dank. Und möchtest du noch etwas verkaufen? Nope, das reicht erstmal. Also, wenn ich irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Ja, eine Sache hätte ich da. Bevor ich es nämlich vergesse, lass uns mal in den Katalog schauen. Dann gucken wir mal eben wegen den Schirmen irgendwas Schönes. Da haben wir sie. Ach, der wäre eigentlich schon super. Den würde ich toll finden, eigentlich, glaube ich. Und ich finde, der wird auch farblich wahrscheinlich passen zu dem Kiwi-Outfit, oder? Ja, das auf gar keinen Fall. Asia-Schirm. Sommerschirm geht, glaube ich, auch noch, aber farblich passt der nicht ganz so geil. Der wird auch passen, oder? So ein knalliges Gelb dazu. Was meint ihr? Bin jetzt geneigt, den gleich einfach mal zu bestellen. Doch, ich glaube, das gefällt mir. Der Primelschirm. Komm, den nehme ich. Der ist super. Hoho, das ist ein Primelschirm. Ein feines Stück, ja? Einschließlich Transportkosten macht das 240 Sternis. Ja, den möchte ich bestellen. Vielen Dank. Ich schicke dir deine Bestellung dann per Post zu, sobald sie hier eintrifft. Ja, du kannst sicher kaum noch erwarten. Ja. Da hast du recht. Aber mehr will ich nicht. Und damit dann tatsächlich endgültig erstmal einen schönen Tag, mein Lieber. Mehr brauchen wir hier gerade nicht. Nu denn. Dann können wir mal unsere kleine Runde durchs Dorf drehen, würde ich sagen. Ich bin jetzt. Na, ich war gerade eigentlich nicht zu so faul, das Geld aufzugraben, aber das ist natürlich gelogen. Ich bin nämlich total geldgeil. Nein, eigentlich gar nicht, aber. Ne? Warum soll ich es nicht mitnehmen? Bin immer noch gerade total begeistert, dass der Birnbaum tatsächlich wächst. Das ist super. Dass wir da mit einer Obstsorte tatsächlich mal das Glück haben, dass wir was einpflanzen, das auch wieder direkt wächst. Das finde ich richtig gut. Ich hoffe, dass wir das im Laufe der Zeit hinkriegen, wirklich einmal alle Obstsorten hier anzusammeln. Ja, Orangen hat ja bisher nicht geklappt. Aber zumindest die Pfirsiche, die ja Standard sind, haben wir. Birnen haben wir in Kürze, Kirschen haben wir schon. Ich finde es richtig gut so. So, was machen wir denn mal Feines? Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen möchte. Ich überlege gerade, wir könnten mal einen kleinen Abstecher woanders hin machen. Nehme ich hier vorne hin. Ach, guck mal. Zu diesem Fossil, das wusste ich natürlich. Ist jetzt hier voll geplant gewesen. Ja, was anderes wollte ich hier natürlich überhaupt nicht. Ein Fossil, ja, cool, danke. Schön was, was wieder Geld bringen wird. Na gut, ein bisschen geldgeil bin ich vielleicht doch. Aber es ist ja zu unser aller Wohl, ne? Dann können wir nämlich hier mal unser Haus ausbauen, Kram kaufen. Ich mache schon mal eben ein paar Briefe fertig wieder. Da, da, da. Und den auch noch. So. Gut. Und jetzt gehe ich nämlich einmal hier rein. Weil wir waren ja irgendwie ein, zwei Tage hier schon wieder nicht drin. Wer weiß, was sich da vielleicht angesammelt hat. Können wir ja mal eben schauen. Oh, da sehe ich schon so ein paar Sachen hinten liegen. Ja, hallo Wurf. Wir dürfen alle mitnehmen. Das ist total gut von dir. So, gehen wir mal da lang. Folg mir bitte, Herr Wachmeister. Und erzähl mir, was haben wir denn da? Eine Gipswand. Ist auf jeden Fall meine. Natürlich. Irgendwie mag ich unser Outfit. Das sieht echt cool aus. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kristallpapier. Ja, das ist auf jeden Fall auch meins. Das habe ich schon gesucht.
Dann altes Erbstück bestimmt. Der Holztisch, genau, der ist von Opa noch. Den nehme ich. Hat der Opa noch selbst gemacht aus Apfelsinenkisten damals, ne? Die hatten ja nichts. Und Bibienkommode, das ist natürlich auch meine. Ganz klar. Ist, hinten steht auch ganz klein mein Name drauf. Bisschen verblasst kann man nicht so sehen. Ist aber nicht schlimm. Nehmen wir alles. So, ich tue mir mal das Papier aber da oben hin. Das möchte ich, glaube ich, ganz gerne da oben in der Leiste mit drin haben. Ich finde, dass ich irgendwie selber mal für einen kurzen Moment einen Anflug von Smartheit hatte. Und die Äxte wegzupacken war, glaube ich, ganz schlau. Einfach weil man ein bisschen mehr Platz im Inventar für anderen Kram hat. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ja, angeln werde ich jetzt hier gerade nicht. Ich laufe mehr so aus Prinzip einmal hier lang. Ich gehe mal einmal hier oben lang. So oft gucke ich ja nicht hier hin. Wer weiß, nicht, dass es hier überall schon wuchert mit Unkraut. Offensichtlich aber nicht. Das ist natürlich schön. Ja, das ist sehr schön. Oh, aber da ist Unkraut und da ist noch was zum Ausgraben. Na gut. Nehmen wir das doch einfach mal mit. Was ausgegraben, ein Fossil. Yay! Wer hätte es vermutet? Dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Ja, nee, wie gesagt, angeln habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, ein Angelausflug eine ganze Nacht lang sollte erstmal für den Anfang genügen, nicht wahr? Einmal nischt am Strand, nein, na gut. Julian kommt auch aus dem Haus, sehr schön. Irgendwie bin ich heute sowieso, glaube ich, ein bisschen faul. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel machen möchte. Ich könnte eigentlich gleich mal die ganzen Briefe wegschicken, gut ist. Ich gehe aber einmal, ja, gute Idee, einmal hier lang. Dass wir einmal schauen, ob hier alles so im grünen Bereich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Na. Scheint aber alles ganz cool zu sein, soweit. Ach, die Annette. Die ist auch hier unten. Na, was machst du Feines hier? Guten Tag. Magst du mal ein bisschen reden? Im nächsten Piep ist es 16:48 Uhr und 56 Sekunden. Wetteraussichten sonnig. Oh, entschuldige, ich bin gerade ein bisschen neben der Schüssel. Dann machst du die Wettervorhersage? Okay. Na dann. Könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Kennen Leute, die, wenn sie durchdrehen, lassen wir das lieber. Ja, das ist eine gute Idee, hier mal lang zu gehen. Wo ich hier nämlich nie lang gehe. Es wuchert ganz gerne hier, glaube ich. Vermutlich natürlich nicht häufiger als woanders auch, aber hier gehen wir halt nie lang. Selber schuld. Ja, hallo Birgit. Bin immer zu faul, mit dir zu reden. Da haben wir noch ein Fossil. Nehmen wir auch noch mit. Ja, weil wir jetzt einmal gestern nicht weggeschickt hatten. Jetzt ganz viele. Ich glaube, da brauche ich eigentlich nur die Hälfte wegschicken, ne? Alles andere ist ja albern. Kriegen wir eh nicht wieder. Das macht ja wenig Sinn. Dann schicken wir davon dann nur mal die Hälfte weg, würde ich sagen. Hoch, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Na komm, einmal da reinpacken. So, ich spurte mal einfach jetzt durch. Ich gehe jetzt eben zur Post und bringe den ganzen Kram mal einmal weg. Hier wächst auch noch alles. Sehr schön. Finde ich super. So, dann werden wir den ganzen Kram mal eben los. Hallo, meine liebe Penny. Kannst du mir helfen, indem ich ein paar Briefe versenden darf? Nehme ich. Einmal ans Museum. Ganz viele Briefe fürs Museum. Ich bin mal eben so frei und trinke mal nebenbei einen Schluck und drücke mich hier mal eben durch die Menüs, ne? Kennt ihr ja eh alles schon. Ist ja immer dasselbe. Ach ja, möchte ich noch einen versenden? Na klar. Oh, huch, falsche Taste. Da habe ich einmal B gedrückt und damit abgebrochen. So. Reicht das? Ja, doch, das reicht, weil, wie gesagt, alles andere ist albern. Die kriegen wir sonst eh nicht wieder. Lass ich für morgen liegen. Aber, ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, ob ich vielleicht einfach 30.000 nochmal nehmen und unten in den Schrank packe, wo wir ja schon ein bisschen gespart haben. Aber dann dachte ich mir gerade so,
Ganz genau das. 29.809 Sternis. Wir könnten einfach mal auf einen Schlag gerade unsere Rate zurückbezahlen. Hep. Und haben trotzdem noch 2.500 Sternis dann in der Tasche. Das klingt eigentlich nicht verkehrt, ne? Machen wir das mal. Dann können wir nämlich den nächsten Ausbau beantragen und das klingt viel reizvoller. Sieh mal an, jetzt hast du den ganzen Kredit abbezahlt. Glückwunsch. Kann ich noch etwas für dich tun? Nee, ich bin jetzt gerade wunschlos glücklich. Ach wirklich, komm bald mal wieder vorbei. Ja, machen wir gerne. Juhu. Ich habe meinen Kredit abbezahlt. Ich habe keine Schulden mehr. Tja, keine Sorge, das wird sich eben nur ändern. Ich würde nämlich sagen, das leiern wir doch direkt mal beim guten Tom an, dass wir da uns direkt wieder Schulden machen, sozusagen, indem wir direkt den nächsten Ausbau schon mal klar machen. Nee, warum damit bis morgen warten? Und wenn wir morgen schon ein größeres Haus haben können. So, lasst uns mal schauen. Der Keller ist abbezahlt. Ich glaube, das war aber auch die richtige Entscheidung, erstmal den Keller zu bauen. Finde ich ganz gut eigentlich. Ich habe die vollständige Zahlung für deinen schicken neuen Keller erhalten und so schön zeitig. Das war ja nicht viel, deshalb war es wahrscheinlich auch nicht so schlimm für dein Portemonnaie. Naja, es geht. Es war so billig, dass du es nicht mal gemerkt hast. Hoho, du bist ja ein kleiner Krösus, entzückend. Wie wäre es denn damit einen weiteren kleinen Ausbau? Ja, da bin ich voll dafür. Habe ich mir schon gedacht. Ich wusste, dass du nicht würdest ablehnen können. Nicht mein bester Kunde. Sag mal, Redmaker, welche Farbe hat das Dach deines Traumhauses? Was hast du denn noch für Farben im Angebot? Wie wär's mit einer von denen? Hellgrün, haben wir alles schon mal gehabt, ne? Und vielleicht eine von denen? Blau, Lila, Rosa? Ja, bestimmt nicht. Nein, und diese? Sie sind ein bisschen gewagt. Schwarz, Weiß, Braun. Ach komm, in den Weiß, ist egal. Schwarz hatten wir ja bisher. Aha, ja, Weiß ist eine schöne Farbe. Sehr gut, sehr gut. Ich sollte morgen mit allen fertig sein. Du kannst es sicher kaum erwarten. Tja, da hast du sogar tatsächlich recht. Das kann ich wirklich kaum erwarten. Mehr Platz klingt nämlich sehr gut. Aber wo wir gerade hier sind, kann ich mal gerade noch die drei Sachen hier verkaufen. Ne, Opas Erbstück und so. Dann macht das 1145. Ja, klingt fair. Machen wir mal. Reicht. Vielen Dank. Ja, wir sagen dir Bescheid, machen wir doch alles. So, dann spurte ich damit aber auch mal flott nach Hause. Ich gehe mal eben ganz kurz nochmal in das Haus rein, weil ich will mal eben nochmal nachschauen, wann das jetzt mit dem Sportfest morgen war. Dann können wir nämlich gucken, dass wir da zum passenden Zeitpunkt hier einsteigen. Bin mir nämlich gerade selber gar nicht sicher, ob ich das alles kenne und selbst wenn, ne, kann ich es ja mal zeigen. Ist ja egal. So, das wäre... Ne, stand ja hier gar nicht. Haha, da stand nur, dass das Sportfest ist, aber da muss ich aufs schwarze Brett gucken. Ja, hat der Redmaker wieder schön mitgedacht hier. Schön blöd, wie immer. Voll unaufmerksam. Da haben wir es. Frühlingssportfest, Veranstaltungen. 9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. Aerobic, Wettlauf, Ballwurf, Tauziehen. Dann... würde ich sagen, ja, mache ich an der Stelle jetzt Feierabend und morgen, ja, habt ihr hier quasi schon den schönen Plan, was alles ansteht. Ne, dann werde ich mal gucken, dass ich dann passend zu den Uhrzeiten da reingehe. Ich denke mal, dann werde ich wahrscheinlich morgen einfach immer nur so einen kleinen Abstecher machen. Hingehen, Veranstaltung angucken, speichern und den späteren Zeitpunkt dann wieder anwählen. Weil dann nehmen wir das einmal alles brav mit sozusagen. Gut, ja, aber das soll es dann für heute erstmal sein. Hallo Manfred, machst du kleine Dorfbesichtigung? Ja, okay. Na gut, ja, dann hoffe ich, es hat euch besser gefallen als Manfred, der guckt so brummig. Macht ja nichts. Da wohne ich, Manfred. Ja, genau, geh einfach. Ja, tschüss. Gut, ne, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und dann, ja, sehen wir uns morgen wieder zum Sportfest. Mal gucken, was das so wird. Ich danke euch, wie gesagt, und ja, dann einfach mal bis dann. Ja.